Hey Leute, wir werden bereits im Kissenschloss erwartet. Prinzessin Peach und die anderen sind uns schon vorausgeeilt. Außerdem meinte Blockhart, dass wir uns beeilen sollen. Nix wie hin. Oh, ein gelber Toad. Was geht? Okay, was haben wir hier? Gleich mal eine Münze. Ah, hier ist eine Penhenne. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Wer würde nicht einmal gerne die Penhenne umarmen? Sie ist so weich und kuschelig und schlicht umarmenswert. Was macht ihr zwei? Joho! Willkommen auf der gemütlichen, entspannten Insel La Dormita. Ja, mal gucken, ob diese Insel tatsächlich so entspannt ist, wie du jetzt behaupten tust. Okay, so, was haben wir hier in diesem Block? Oh, eine Münze. Hey, bist du ein Fotograf oder wie? Oh, unglaublich, diese Insel. Es geht doch nichts über eine salzige Brise, die vom Meer ans Ufer weht. Oh, ein Blockmensch. Willkommen. Das Kissenschloss liegt direkt östlich von hier. Nix wie hin. Klick, klack, schnapp. So viele Bilder, die einfach gemacht werden müssen. Klack, schnapp. Okay, und wer bist du? Ah, so schön, der Ozean. So wunderschön. Und ist es nicht unglaublich, wie herrlich die Blumen duften? Und dann erst die Ruinen. So mysteriös. Alles Gleichen. Kissenschloss, wo bist du? Ey, da bist du ja, Peach. Und auch noch die anderen Toads. Hoho. Was? Wieso hoho? Wo kommt das denn jetzt her? Es ist schon beeindruckend, dass sie von so weit hergekommen sind. Ich bewundere ihre Entschlossenheit. Aber der sorglose Urlaub auf dieser Insel endet für sie alle genau jetzt. Es ist nämlich Essenszeit und heute servieren wir sie. Wen? Mich? Uns? Was? Essen? Wir? Wieso? Was? Was hat das zu bedeuten? Jawohl, es gab nur einen Grund, aus dem sie hierher eingeladen wurden. Wir werden sie den Monstern dieser schönen Insel zum Dessert servieren. Monster? Und da sind sie schon. Sehen Sie, wie hungrig sie sind? Sie hungern nach frischen Toads. Ey, was haben die hier vor? Ich dachte... Naja. Das ist Wahnsinn. Mitnichten Wahnsinn wäre es, die Monster nicht zu füttern. Und sie alle hier sind unser Monsterfutter! Das ist doch nur ein Scherz, oder? Ich dachte, wir wurden hier eingeladen, um Urlaub zu machen. Oh nein, ich scherze nie. Ergeben Sie sich Ihrer Furcht. Sie sind unsere Monsterhappen. Die Kreaturen brauchen auch ihr Futter. Hohoho. Was geht hier ab? Prinzessin, wir müssen fliehen. Aber Mario, der Held, wird sie beschützen. Böses Monster, kein Springen, nein! Böse Monster, böse Monster, böse Monster, aus Platz! Batsch, Palonk, hä? Die Monster haben eiskalt Blockhart KO'd. Meister Mario! Mario, pass auf! Oh, das war Peach. Okay. Ich sag mal, der erste offizielle Fight beginnt. Meister Mario! Wie ihr seht, beginnt der Kampf, sobald ihr einen Gegner berührt. Greift dieses Monster zunächst mit einem Sprung an. Okay, alles klar. Springen wir mal auf Grumba. So heißt dieser Gegner. Okay, ganz kurz einmal auf dem Touchscreen schauen. Beim Landen A-Knopf drücken, um nochmal zu springen. Zwei Treffer exzellent. Kurz bevor wir also Grumbas Kopf berühren, auf den A-Knopf drücken. Und dann, nachdem wir den Jump wieder vollziehen. Noch einmal kurz bevor wir seinen Kopf berühren, den A-Knopf drücken. Okay. So. Yeah, super. Aber das war nicht exzellent. Nee. Habt ihr die Zahl bemerkt, die während des Sprungs angezeigt wurde? 4. Sie bezeichnet den Schaden, den ihr dem Gegner zufügt. Fügt ihr einem Gegner Schaden zu, sinken seine KP, seine Kraftpunkte. So wie in Pokémon. So besiegt ihr die Monster, die sich euch entgegenstellen. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr effektiver angreift? Soll ich euch lehren, wie ihr den Schaden, den eure Attacke zufügt, maximiert? Aber immer. Ahem. Sehr wohl, springt zunächst gegen den Sprungblock. So, hab ich. Okay. Let's go. 1. Stopp. Genau hier wollte ich auch gerade den A-Knopf drücken. Drückt genau jetzt den A-Knopf. Okay, und jetzt nochmal. Ah, das war wieder super. Wenn ihr im Moment des Aufpralls den A-Knopf drückt, erhöht sich der Schaden, den ihr eurem Gegner zufügt. Okay, alles klar. Ich finde das gerade echt cool hier, dieses Tutorial. A,
Ah, super. Okay, gut. Sehr gut gemacht, Meister Mario. Wie ihr wisst, könnt ihr dem Gegner noch mehr Schaden zufügen, wenn ihr den Knopf auch bei eurem zweiten Aufprall drückt. Ich denke, das werdet ihr nicht vergessen, oder? Nee, auf keinen Fall. So, nochmal. Und Dutch. Dutch, excellent. Na, endlich. Okay, ich glaube, wir haben das vorhin auch richtig gemacht, nur das wurde jetzt erst angezeigt. Nein! Ich habe das gerade voll außer Acht gelassen, seinen Angriff, den Angriff von Grumba. Das war blöd jetzt von mir. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Ich habe den Flow. Meister Mario, wie ihr eben gesehen habt, werden auch die Gegner ihre Chance zum Angriff nutzen. Ihr könnt diesen Attacken jedoch ausweichen. Soll ich euch die Kunst des Ausweichens erläutern? Ja, kannst du auch gerne machen. Sehr wohl, bereitet euch auf den Angriff des Monsters vor. Jetzt, genau jetzt. Okay. Stopp! Wenn der Kampf so weitergeht, werdet ihr ziemlich übel zugerichtet. Nutzt Sprünge, um abzuweichen, auszuweichen. Drückt hier für den A-Knopf. Ja, okay, nice. Sehr gut. Genau so, Meister Mario. Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir Grumba wieder attackieren und Batsch und exzellent. Nö, nee, super. Ich muss noch üben. Ah, das war zu früh. Das war zu früh. Das war nicht so gut von mir. Ich muss echt gut aufpassen. Dieser Grumba, der hat's schon drauf. Exzellent. Ist KO ihn endlich. Meister Mario, durch geschicktes Ausweichen verhindert ihr, dass ihr selbst im Kampf Schaden nehmt. Lernt die Angriffsmuster eurer Gegner kennen, um das richtige Timing für euren Sprung zu bestimmen. Das ist unverzichtbar. Oh, da ist er weg. Okay. Ausweichen? Ah, nice. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. So, Attacke. Eins. Ja, da ist eine Münze. Da ist eine Münze. Nice. Sehr schön. Gewonnen. Meister Mario, ein meisterlicher Sieg. Feinde zu besiegen. Bringt euch Erfahrungen. Nein, ganz genau, Erfahrungspunkte. Für diesen Kampf erhaltet ihr 3 Erfahrungspunkte. Und die Flagge steigt? Die Flagge hier klettert jedes Mal, wenn ihr Erfahrungspunkte erhaltet, ein kleines Stück nach oben. Wie hoch steigt sie wohl für die Erfahrungspunkte, die ihr gerade erhalten habt? Zeig mir mal aus. Naja, so hoch ist sie nicht gestiegen, was? Deshalb solltet ihr auch gegen jedes Monster kämpfen, das ihr seht. Okay. Genau, knöpft sie euch alle vor. Ich weiß nicht warum, aber ich muss ständig an Pokémon denken. Besiegt sie alle. Ich glaube, jetzt wisst ihr warum. Lasst eure Flagge steigen. Wenn sie den höchsten Punkt erreicht, hoho, na, es wird euch sicher gefallen. So viel für den Augenblick. Oh, die Flagge ist wieder unten. Und nun viel Erfolg. Alles Gleiche, also jedes Monster auf jeden Fall bekämpfen. Wird gemacht. Toadsverse. Was hat das alles zu bedeuten? Dieser gelbe Gastling kann uns doch nicht wirklich seinen Monstern überlassen wollen. Wenn doch, Prinzessin, dann befinden wir uns hierfür wahr in einer ernsten Krise. Meister Mario, die Lage scheint im Moment außerordentlich bedrohlich. Ich und die Toad-Gardisten bleiben hier und wachen über Prinzessin. Ihr werdet die Vorhut bilden und die Lage weiter vorn sondieren. Alles klar, aber was ist eigentlich mit Luigi? Tatsächlich, ich vermisse ihn. Mein Bruder Herz, wo bist du denn? Was haben wir hier? Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Das müsste doch eine Statue von der Penhenne sein, oder? Oder von einer anderen? Werden wir noch herausfinden. Okay, hier gibt es tatsächlich nichts mehr. Jump, jump. Ja, man kann mit dem Y-Knopf und mit dem A-Knopf jumpen. Hohohohoho, da sind sie ja endlich. Ich dachte schon, sie wollten mich ewig warten lassen. Der Ausgang des letzten Kampfes hat mich so sehr überrascht wie sie, aber ich verspreche, diesmal werden sie keinen so leichten Gegner haben. Wieder ein Grumba. Sehen Sie nur, dieses Monster ist viel stärker als das letzte. Machen Sie sich bereit. In diesem Kampf wird wahrlich kein Pardon gewährt. Hoho. Ich frage mich, ob er wieder... Ja... KO'd wird von seinem eigenen Monster. Mach ihn fertig. Oh, hoho. Ah, das Monster ist eingeschlafen. Steh auf! Jetzt steh schon auf, das ist keine gute Zeit für Nickerchen. Meister Mario, das ist eure Chance. Beginnt den Kampf mit einem Sprung auf den Gegner, dadurch fügt ihr ihm schon Schaden zu, bevor der eigentliche Kampf beginnt. Okay, Dutch. Ja, dann steh mal auf. Wach endlich auf, Kollege. Oh, wieder was? Diesmal ist es ein Doppelkampf? Meister Mario, beginnt ihr einen Kampf so wie eben mit einem Sprung auf den Gegner? So erleidet dieser Schaden, bevor der eigentliche Kampf beginnt.
Ich empfehle euch grundsätzlich, offensiv in den Kampf zu gehen. Okay. Kann ich beide gleichzeitig attackieren? Eins? Das wäre zu heftig. Dafür bräuchte ich tatsächlich die Hilfe von Luigi. Ach, verdammt, ich bin nicht losgesprungen. Meister Mario, bei der Beobachtung dieses Gegners ist mir etwas aufgefallen. Ihr könnt gegen diese kleinen Biester auch Konter einsetzen. Soll ich euch das Prinzip der Konter erläutern? Aber gerne. Beobachtet die Bewegungen eurer Gegner. Jetzt! Drückt den A-Knopf und springt auf dieses Biest. Ah, okay, alles klar. Das bedeutet also Konter. Unglaublich, Meister Mario. Einfach fantastisch. Auf diese Art könnt ihr die Attacken zahlreicher Gegnertypen kontern. Beobachtet die Attacken eures Gegners und kontert, sobald sich die Gelegenheit bietet. Okay, alles klar. So, ich würde mal sagen, dass wir wieder den linken Grumba attackieren, weil wir ihn ja schon eben gerade angegriffen haben. Und je eher wir einen Gegner loswerden, desto besser für uns. Nice, da war der Konter. Und noch einmal, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, Meister Mario, es gibt nichts mehr, was ich euch über Konter beibringen kann. Dann überlasse ich euch den Rest des Kampfes. Alles klar, kannst du machen, Toadsworth. So. Umbau auf der linken Seite. Du kriegst jetzt wieder was auf die... kriegst was auf den Deckel. Ein One-Up-Pilz, nice. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt bekommen wir auch allmählich hier Items. Endlich. Gut. Excellent. Nice. Und da ist auch eine Münze. Ey, das gefällt mir voll. I like that game. Und wir bekommen wieder Erfahrungspunkte. Ja, die Flagge ist auf jeden Fall ein wenig weiter nach oben gestiegen. Sehr gut. Nun gut. Was macht er? Naja, er ist auch ein Blockmensch. Es war zwar noch nicht perfekt, aber doch ein faszinierendes Spektakel, oder? Hä? Spektakel? Moment. Das war also alles nur eine arrangierte Show zur Begrüßung? Aber selbstverständlich. Eigentlich schon selbstverständlich. Das gehört zu der Show, die wir unseren geschätzten VIP-Gästen präsentieren. Die Überraschung ist gelungen, oder? Mit so etwas haben Sie sicher nicht gerechnet, oder etwa doch? Ehrlich gesagt nicht. In einem Moment dachte ich, mir rutscht das Herz in meinen Reifrock. Aber nun schreiten wir weiter voran. Oh, nice, ein neuer Eingang. Das Kissenschloss liegt gleich vor uns. In Kürze werden wir es erreichen. Folgen Sie mir, werte Damen und Herren. Nice, okay, Prinzessin Peach geht es gut, den Toads geht's gut. Aber wie geht es Luigi? Ah, wir kommen endlich an, wie es scheint. Thank you, Mario. Mario, danke, dass du uns sicher hierher gebracht hast. Aber wo ist eigentlich Luigi? Hey, endlich mal jemand, der auch an Luigi denkt. Ihm ist doch nichts passiert, oder? Stimmt ja. Ich glaube, seit der Ankunft am Flughafen haben wir ihn nicht gesehen. Aber schlafen wird er doch nicht mehr, oder? Mario! Schnauf, weich. Luigi ist immer noch nicht aufgewacht. Die anderen Toads tun ihr Bestes, um ihn so schnell wie möglich zu wecken. Wir gehen vielleicht schon mal vor, die anderen kommen nach, wenn er endlich wach ist. Mann, was für ein fauler Knochen. Also gut, gehen wir einfach schon mal vor. Soll ich einmal nach Luigi nachsehen? Ach, da kriegt er schon hin. Das ist mein Bruder. Oh, yeah. Oh, ja, hier bin ich. Jump. Yeah, Mr. Jumpman. Wirklich, diese Insel ist einfach nur fantastisch. Ehrenwerte Gäste, möge euer Aufenthalt von Spaß erfüllt sein. Also ich kann jetzt schlecht alle ansprechen, aber einige. Zum Kissenschloss immer geradeaus. Schön, dass ihr hier seid. Es gibt so viel zu tun und so viel zu sehen auf der Insel. Willkommen, ganz herzlich willkommen. Okay Leute, wie sie sich freuen, ne? Das gefällt mir. I like that. Oh, hey Leute, was geht? Oh, da ist Peach und die Toads. Blockhard. Oh. Hä? Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade an Meloetta und auch gleichzeitig an Bronzel denken. Wow. War das ein Gesicht in diesem Kreis dort? Krass. Willkommen, seien Sie willkommen, liebe Gäste. Das Kissenschloss ist stolz, Sie hier zu Gast zu haben.
Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt auf unserer Insel. Ja, das tun Sie. Ihre zufriedenen Gesichter sagen mehr als tausende Worte. Nun, es war auf jeden Fall recht aufregend. Oh, liebliche Prinzessin, eure warmen Worte erfreuen mich aufs Höchste. Sogar mein Herz schlägt schneller vor Begeisterung. Es ist, als wären alle meine Träume wahr geworden. Aber was rede ich? Bitte folgen Sie mir ins Schloss, meine verehrten Gäste. Folgen Sie mir! Hey, ist das nicht Luigi? Meister Luigi, diese Verspätung ist unerhört. Aber, ich bin froh, dass du endlich bei uns bist. Wir waren schon in Sorge, dass du gar nicht mehr kommen würdest. Oh genau, da war doch noch etwas. Herr Luigi hat auf seinem Weg dasselbe Quiz genossen wie der Rest von Ihnen. Dem ist doch so, nicht wahr? Nun denn, Verehrte. Herren Mario und Luigi, Sie haben doch in unserem Quiz einige Münzen gewonnen, wenn ich korrekt informiert bin, oder? Beraten Sie mir, wie viele Münzen Sie insgesamt gewonnen haben. Okay, mal überprüfen. So, hier haben wir die Münzen. Aha, ich verstehe. Sie beide zusammen verfügen über eine Summe von 50 Münzen. Nicht schlecht. Diese Summe ist ein wenig nun, wie sagt man noch, ein wenig mager, nicht wahr? Okay. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, um die Reisekasse etwas aufzubessern? Und machen Sie sich keine Sorgen, es dauert nicht lang und ist ein ganz leichtes Spiel. Was für ein Spiel denn? Warum eigentlich nicht? Probiert es doch einfach mal aus. Ich meine, es schadet ja nicht, genug Kohle dabei zu haben, wenn man Urlaub machen tut. Oder nicht, ihr beiden Gentlemans? Allein schon Gentlemans und das Essen natürlich. Ich bewundere eure Entschlossenheit, Prinzessin, und diese Gabe, rasch das Wesentliche zu erfassen. Okay, wir sind uns einig. Nun dann, meine Herren, Sie wissen, Zeit ist Geld und deshalb spielen wir ein Spiel an unserem berühmten Münzmultiplikator. Münzmultiplikator, okay, auf geht's. Das hört sich doch mal ziemlich interessant an. Oh, okay, was ist das denn? Ihre Aufgabe ist ganz einfach, Herr Mario und Herr Luigi. Springen Sie abwechselnd gegen die Blöcke, um die Plattform so hoch wie möglich zu bewegen. Sie, Herr Mario, springen durch Drücken des A-Knopfs gegen den roten Block. Herr Luigi, Sie drücken den B-Knopf, um gegen den grünen Block zu springen. Springen Sie abwechselnd gegen die Blöcke. Mit dem richtigen Timing geht's nach oben. Ganz nach oben. Je höher Sie steigen, umso höher der Multiplikator, der die Menge Ihrer Münzen steigen lässt. Und erreichen Sie das Ende der Multiplikatorskala, erhalten Sie außerdem noch einen Sonderpreis. Springen Sie also abwechselnd gegen die Blöcke und steigen Sie so hoch, wie es Ihnen möglich ist. Okay, das hört sich doch auf jeden Fall nach sehr viel Spaß an. Und damit beginnt das Spiel am Münzmultiplikator. Unser Startkommando lautet: Los! Okay, gut. Also einmal auf den A-Knopf und einmal auf den B-Knopf. Beginnen wir mit Mario und Luigi. Mario, Luigi, Mario, Luigi. A, B, A, B, A, B. Komm. Zieht durch, Jungs. Konzentration. Das ist nicht so schwer, aber auch nicht jetzt immer auf die Dauer einfach. Ich kenne das an mir. Wie oft kriege ich sowas durcheinander? Aber mal gucken. Bis jetzt sieht es gut aus. Nice, oder? Und Schluss! Ah, wir haben es geschafft. Nice. Wie sah es zeitlich aus? Sehr gut. Ja, das war wunderbar. Eine große Leistung. Sie haben mit 50 Münzen angefangen und diese Summe multiplizieren wir jetzt mit 3. Das bedeutet, die Summe, die Sie beide nun erhalten, beträgt insgesamt 150 Münzen. 150! Du erhältst 150 Münzen. Und damit endet diese Runde unserer beliebten Münzmultiplikation. Und als Preis für die Teilnahme an unserem Spiel verleihe ich Ihnen diesen Pilz. Was für ein Pilz? Ah, nice, sehr gut. Nun, hochverehrte Gäste Mario, Luigi, das war eine fantastische Leistung, oder? Vielen Dank. Und damit enden unsere Willkommensspiele auf uns ins Schloss. Auf ins Schloss. Ja, das ist gut, dass wir so einen Pilz bekommen haben. Dadurch können wir halt Kraftpunkte zurückbekommen. Hey, ist das nicht Glitzerstern? Sie kamen in Mario und Luigi Abenteuer Bowser vor. Es gibt so viel zu sehen. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Oh, schaut nur, Glitzerstern. Prinzessin Peach, Toadsverse. Du wurdest also auch auf die Inseln eingeladen? Ganz genau, ich habe den weiten Weg auf mich genommen, um die Sternengeister zu repräsentieren. Also lass es funkeln. Hoho, das wird schon funkeln, so viel Energie wie ihr habt. Nanu? Mario, lange nicht gesehen, wie ist es dir seit unserem letzten Abenteuer ergangen? Wenn du dabei bist, fühlt sich bestimmt auch Prinzessin Peach gleich viel sicherer. Und was ist mit mir? Und? Dich habe ich auch viel zu lange nicht gesehen, Luigi. Wenn du mit von der Partie bist, kann ja gar nichts mehr passieren. Ich meine, zumindest würde ich das normalerweise denken. Aber schau dich doch mal an. Du siehst völlig abgerissen aus. Hat dich irgendwer überfallen? Dabei bist du doch gerade erst angekommen. Wie kannst du da schon aussehen wie nach einem Bosskampf? Oh, ich bitte um Verzeihung. Es scheint, sie haben im Kampf Schaden genommen. Das muss es sein. Vielleicht sollten sie den Pilz verwenden, den ich ihnen eben gab. Oh ja, diese Idee ist absolut fabulös. Pilz? Du hast also einen Pilz erhalten, ja? Weißt du auch, wie du ihn verwendest? Oder soll ich deine Kenntnisse auffrischen? Gerne. Sehr gut. Drücke zunächst einmal Start, um den Menübildschirm zu öffnen. Okay, wird gemacht. Das hier ist der Menübildschirm. Verwendet ihn, um Items zu nutzen, die ihr in eurem Inventar habt. Ihr könnt hier auswählen, welche Ausrüstung ihr verwenden wollt. Und hier sind diverse Informationen zu eurem Status abrufbar. Der obere Bildschirm zeigt eure Position auf der Karte und wie viele Münzen ihr aktuell besitzt. Außerdem könnt ihr hier sehen, wie lang ihr bereits gespielt habt. Ah, und 42 Minuten schon. Nicht schlecht, und wir haben schon insgesamt 173 Münzen. Auf dem Menübildschirm findet ihr also jede Menge nützlicher Informationen. Ihr solltet definitiv von Zeit zu Zeit hier vorbeischauen, um sie euch anzusehen. Aber zunächst einmal solltet ihr versuchen, einen Pilz zu verwenden. Um ein Item aus eurem Inventar zu verwenden, wählt die Option Items. Wählt mit dem Steuerkreuz Items aus und drückt dann den A-Knopf. Ihr könnt die Option auch einfach auf dem Bildschirm antippen. Probiert es ruhig einmal aus. Okay, alles klar. Gut. Das hier sind die Items, die sich zurzeit in eurem Inventar befinden. Oh, okay. Wählt den Pilz aus eurem Inventar aus. Okay, alles klar. Habt ihr das Item ausgewählt, das ihr verwenden wollt, müsst ihr noch den Bruder auswählen, dem es zugute kommt. Wählt diesmal Luigi aus, ja? Okay, alles klar. Nice. Wunderbar. Luigis KP sind wieder hergestellt. Und nun gehen wir wieder zurück zum vorherigen Bildschirm. Drückt entweder den B-Knopf oder tippt die Zurückschaltfläche unten links an. Okay, alles klar. Drückt den B-Knopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Richtig cool, ey. Voll das geniale Tutorial. Und damit endet meine Erklärung. Drückt den B-Knopf noch einmal, um das Menü zu schließen. Richtig cool gemacht. Nun, werte Damen und Herren, ich muss es noch einmal sagen. Willkommen auf La Dormita. Ihre erste Aufgabe wird es sein, dieses Schloss, das Kissenschloss, zu besichtigen. Untersuchen Sie alles ganz genau, befragen Sie das Personal. Und besichtigen Sie das Schloss, jawohl, besichtigen Sie auch den letzten Winkel. Sie ahnen nicht, wie viel Sie dabei über diese Insel erfahren werden können. Sicher erfahren Sie auch, wie Sie Ihre Zeit auf der Insel noch mehr genießen können. Ach, und übrigens, vergessen Sie nicht, sich den Souvenirshop anzusehen. Ah, okay, alles klar. Hier finden Sie alles, was das Herz eines Souvenirjägers höher schlagen lässt. Haben Sie das Schloss angemessen besichtigt? Kehren Sie bitte wieder zu mir zurück. Wunderbar, auf geht's, erkunden wir das Schloss. Okay. Tolle Sache, Leute. Dann würde ich mal tatsächlich sagen, dass wir das Schloss erst ab dem nächsten Part dann anfangen werden zu erkunden. Ja, machen wir dann auf ganz entspannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten würde ich sagen,
Danke fürs Einschalten. Macht es gut und tschüssi, Leute. Ach ja, ich sollte mal speichern. Stimmt. Das Speichern sollte man niemals vergessen. Das ist das A und O in solchen Games, ey. Das zeige ich euch, Leute. Okay, bis dann, Leute.